Sascha? Sascha! Ja, oh. Hallo. Sascha, wir haben ein Konzert. Oh, fast vergessen. Heute Abend das Trio Eclipse, nicht wahr? Singst du nicht mit? Nein. Heute Abend haben wir Beethovens Gassenhauer, George Gershwins An American in Paris Cinema und Daniel Schnieder, ein Schweizer Komponist. Ich freue mich extrem. Ehrlich gesagt, ich kenne die Stücke gar nicht. Aber dann wirst du sie heute Abend hoffentlich kennenlernen. Aber ich kenne Benedek. Ich habe schon mal eine Aufnahme mit ihm gemacht. Und das war allerdings mit Orchester. Ich bin gespannt, wie er es jetzt mit Kammermusik bringt. Unglaublich. Wie viele Jahre ist das her? Ja. 2, 3, 4. Ich habe die Zeit vergessen. Wunderbar. Also dann ein schönes Wiedersehen wünsche ich. Und ihm zu Hause ganz viel Spaß. Das ist unser erstes Konzert im Juli. Und ich wollte auch noch mit dir darüber reden. Ich finde es wichtig, dass es weitergeht, weil ich denke, ganz viele Musiker, die hier zu uns kommen, die haben keine Arbeit. Die sagen mir, hey Sascha, das ist unser einziges Konzert in den nächsten Wochen, Monaten und sonst läuft nichts. Ein paar wenige haben Konzerte irgendwie, aber die meisten nicht und darum denke ich, ist es super wichtig, dass wir weitermachen. Hey, lass uns einfach Live-Musik zelebrieren, solange es geht und solange diese Fabrik hier steht, machen wir weiter. Stay strong, people. Und uns kann man immer draußen schauen. Wir freuen uns über alle, die dabei sind. Aber jetzt sind wir vor allem sehr gespannt auf das Trio Eclipse. Jawohl. Lass uns reingehen. Gehen wir rein. Los.
Buonasera, buonasera, bonsoir und einen schönen guten Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem heutigen Digital Concert hier im wunderbaren Atelier Klang und Raum in Wittikon am See. Und herzlich willkommen, liebes Trio Eclipse. Herzlich willkommen, lieber Sebastian Braun am Cello, lieber Lionel André an der Klarinette und lieber Benedek Horvath am Klavier. Toll, dass ihr da seid. Und toll, dass ihr mit uns ein Konzert macht. Wir freuen uns ganz besonders. Soeben haben Sie, sehr verehrte Damen und Herren, ein Stück von Ludwig van Beethoven gehört. Und wir wollen weiter seinen Geburtstag, seinen 250. Geburtstag feiern. Soeben haben Sie das Stück, das Gassenhauer Trio, gehört. Ein sehr bekanntes Werk, welches übrigens musikalisch zurückgeht auf einen sogenannten Gassenhauer eben, also auf eine Komposition von einem gewissen Josef Weigel, einem sehr populären Opernkomponisten um 1800. Und in seinem dritten Satz von Beethovens Gassenhauer-Trio hören Sie diesen Gassenhauer von Weigel sozusagen weiterleben. Und dieser Finalsatz hat den Titel Prio Chio L'Impegno, zu Deutsch, bevor ich ans Werk gehe. Und apropos ans Werk gehen, ihr seid ja sozusagen schon mitten am und im Werk hier bei uns. Lieber Lionel, was erwartet uns als nächstes? Guten Abend. Also erstmal danke sehr für die Einladung. Es ist für uns wirklich eine Freude, hier zu sein und zu spielen. Also als nächstes Stück spielen wir von George Gershwin, An American in Paris. Also das Stück, man muss wissen, Gershwin hat in Frankreich studiert, in Paris, in seiner Jugend. Und man kann sich vorstellen, dass er einfach so in den Straßen spaziert, so, und am Abend zum Beispiel, und also ganz eine lockere Atmosphäre, und man hört dann ein bisschen so Taxi hupen und ein bisschen Lärm, und eben, das ist so ein bisschen ein Gedicht, wie sagt man, ein Klanggedicht, ja, genau. Und das ist ursprünglich für Orchester geschrieben, und das Stück wurde jetzt arrangiert für uns von einem Freund von mir, Stefan Schröter, also für Cello, Klarinette und Klavier. Und so haben wir sozusagen alle verschiedenen Instrumente, alle verschiedenen Kategorien von Instrumenten, Blasinstrument, Streichinstrument und auch perkussive, also ja, ein Perkussiv-Element dazu. Und also so weit können wir das Stück, glaube ich, gut spielen, auch wenn es ursprünglich für Orchester ist. Wunderbar. Vielen Dank, lieber Lionel. Sehr verehrte Damen und Herren, hören Sie nun also An American in Paris von George Gershwin. Viel Spaß! Thank you.
Sehr verehrte Damen und Herren, das Trio Eclipse mit An American in Paris. Und da kann ich nur sagen, well, well, boy. Da hätte ich also auch wirklich, wirklich Lust, gleich nach Paris irgendwo in ein Café zu sitzen, vielleicht in Saint-Germain, und einen kühlen Pastis zu trinken. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Gershwin durch diese Stadt geschlendert ist. Und sehr verehrte Damen und Herren, apropos Lust kriegen, ich habe so richtig Lust gekriegt auf diese CD. Zwar sind unsere Kameras noch nicht so mobil, aber wir können ja zum Glück noch ganz gut laufen. Oder ich besser gesagt. Darum schauen Sie mal hier. Diese CD von dem Trio Eclipse Spheres. Und ich habe auch gleich gesehen da drin, die Musiker sind also nicht nur wahnsinnig tolle Musiker, sondern auch, wie ich gesehen habe, ganz tolle Fotografen. Da gibt es nämlich auch Bilder, wie zum Beispiel diese wunderbare Aufnahme dieser Treppe. Ich glaube, das ist von Sebastian. Also herzlichen Glückwunsch, ihr seid ja wirklich vielseitig begabt. Nun, lieber Sebastian, das ist euer Debütalbum. Hier drauf ist zum Beispiel das Stück, was ihr eben gespielt habt von Gershwin. Und das Album heißt Spheres. Und jetzt würde mich interessieren, was ist da sonst noch drauf und weshalb Spheres? Ja, vielen Dank. Es ist so, auf dem Album sind noch andere Kompositionen, unter anderem eben neben diesem Stück von Gershwin von Nino Rota, das Klarinettentrio, dann ein Stück von Daniel Schnieder und dann von einem Schweizer Komponist und Cellisten Thomas de Menga, von einem amerikanischen Komponisten Sean Hickey und von einem Kollegen von mir, ein Jazz-Geiger und Komponist Simon Heckendorn. Es ist eine sehr bunte Mischung aus verschiedenen Stilen und eigentlich alle vereinen eine zeitgenössische Komposition, die in Richtung Groove oder auch in Richtung des Amerikanischen geht, wie auch George Gershwin. Und zum Namen Spheres haben wir etwas gesucht, was einerseits zum Trio passt, andererseits auch zu diesem bunten, groovigen Programm. Und da kommen wir auf den Namen Spheres, weil unser Trio-Name Eclipse besteht auch aus drei Kugeln, Spheres, also wir, die drei Instrumente, die sich gegenseitig beleuchten und Schatten werfen. Und so dachten wir, verbindet das ganz schön das Programm und unser Ensemble. Vielen herzlichen Dank, lieber Sebastian, liebes Trio Eclipse. Ich freue mich riesig, weiter in diese CD einzutauchen. Und nun, sehr verehrte Damen und Herren, bevor wir zum letzten Stück kommen, das war es dann schon fast von mir. Ich möchte Sie gerne noch auf nächste Woche aufmerksam machen, denn nächste Woche haben wir zum ersten Mal hier ein reines Streichtrio bei uns. Und da haben wir uns etwas Spezielles einfallen lassen, denn da kommen Musiker wie Sebastian Bohren an der Geige, Lech Antonio Uczynski an der Bratsche und Joachim Müller-Crepon am Violoncello. Und wir haben uns etwas einfallen lassen, denn wir werden am Sonntag, dem 12. Juli bereits, das Streichtrio im Zunfthaus Zimmerleuten besuchen gehen, wo wir von einem Zunftmeister begrüßt werden und wo wir unter anderem einen Schubert-Streichtrio-Satz hören werden. Seien Sie mit dabei, bereits dann am Sonntag zur Ouvertüre, sozusagen zu einer virtuellen Ouvertüre. Und dann nehmen wir das Trio gleich mit zu uns zum Digital Concert. Sie hören richtig, am 13. Juli wird das Trio dann bei uns sein mit dem Mozart-Divertimento. Und wir möchten mit Ihnen gemeinsam diese Reise nächste Woche unternehmen. Sie können alles Weitere auf der Website unter www.digital-concerts.ch erfahren. Das war's von meiner Seite. Nun hören wir noch von dem tollen Schweizer Komponisten und Saxophonisten Daniel Schnieder das Stück mit dem sehr bemerkenswerten Titel, wie ich finde, A Friday Night in August. Sehr geehrte Damen und Herren, haben Sie eine gute Woche und heben Sie sich Sorg. Thank you.
Thank you.